Herzlich willkommen, zuverlässiger Partner in der Akten- und Datenvernichtung. Und das hat du sehr schön gesagt. Ja, schönen guten Morgen, Zylinder. Ich habe gestern Ihren LKW bei der Stadt gesehen und habe gesehen, Sie machen Datenvernichtung. Genau. Ja, da wollte ich mich mal informieren, wie ist das denn von dem Ablauf her? Brauchen Sie das jetzt nur zum Aufräumen oder soll das was Dauerhaftes sein? Ja, wir bräuchten dann einmal eine Abholung für den Vernichtung von sensiblen Daten. Ja, das wäre also, eine einmaligen Auftrag. Ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja. Wir können Ihnen Sicherheitsbehälter zur Verfügung stellen. Dann haben Sie 2 Wochen Zeit, diese zu befüllen. Dann holen wir sie wieder ab. Okay. Oder Sie sagen, nö, es ist soweit alles vorbereitet. Dann kommen wir auch gerne mit Sicherheitsbehältern bei Ihnen an. Befüllen ja. Sie gleich vor Ort und nehmen gleich alles auf einmal mit. Das ist überhaupt gar kein Thema. Ja. Was meinen Sie, wie viel haben Sie denn da ungefähr? Das sind, um das ganz genau zu sagen, sind 23 Aktenordner, von denen ich ganz sicher sein muss, dass die vernichtet werden. Nur 23. Da muss ich ganz sicher sein, dass wir den nie wieder irgendwo auftauchen. Wir haben schon überlegt, mit einem Feuer zu machen, aber das ist meine Frau, das ist zu gefährlich. Ja, das ist auch richtig so. Also wenn Sie sagen, Sie haben nur 23 Aktenordner, wo sitzen Sie denn? In Hamburg. Wo in Hamburg? Und die liegen bei Max-Brauer-Allee, liegen den Ordner. Ja. Und dass man da einmal eine Abholung machen kann. Ja, also können wir natürlich gerne abholen, ist überhaupt gar nicht schlimm, würden aber dann mindestens 96 Euro plus Mehrwertsteuer abrechnen. Ja, das ist irrelevant, das ist nur wichtig, aber, dass den wegkommt. Aber Sie können das auch persönlich bei uns vorbeibringen, dann sind wir nur bei 40 Euro, da würden wir Ihnen dann eine Rechnung zuschicken mit einem Vernichtungszertifikat. Das wäre sehr gut, wenn kann man eine Barbezahlung machen bei Ihnen, dass die anonymen Auftragen bleiben, weil ich will das ja... Dann müssen Sie das aber bei uns vorbeibringen. Also können wir nicht machen, dass Ihre Spezialeinheiten da kommen, dass die den abholen und dass und das ich bei Geld den, mitnehmen? Nein. Und das kann, das oder dass, ich, dass die den Akten mitnehmen und dass ich bei Sie vorbeikomme und den Geld bringen? Kann man das so machen? Also die Rechnung wird dann auf jeden Fall zugeschickt. Okay. Deswegen, also was ohne, Sie machen. Ohne kann man das nicht machen? Wie bitte? Ohne Papieren kann man nichts machen? Nein. Oh, no, okay. Das können wir nicht machen. Es sei denn, Sie bringen das bei uns persönlich vorbei. Ja. Dann können Sie natürlich bar zahlen und dann kriegen Sie, wenn Sie wollen, eine Rechnung mit. Ja. Und da steht dann Aktenvernichtung drauf. Ja, okay. Also, und die Rechnung können Sie dann auf Ideen laufen lassen, wie Sie wollen, ne? Ja, das Problem ist, ich kann das nicht selber bringen. Das geht nicht. Ja. Von daher müsste ich schon... Brauchen Sie einen Ausweisen von mir? Ja, ich muss Ihnen jetzt erstmal ein Angebotsbestellformular zusenden. Ja. Das müssen Sie einmal ausfüllen, damit wir Sie hier als Kunde aufnehmen können. Ja. Und dann können wir gerne einen Termin machen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Ja, in welchem Zeitraum kann man sowas denn machen? Welche Postleitzahl ist das denn? Das ist 22765. Ja, ich glaube, lassen Sie mich mal gucken. Auf meinen Tourenplan. Also da sind wir täglich und wir brauchen so, im Moment brauchen wir so 4 bis 5 Tage Vorlaufzeit, um alles planen zu können. Weil den, lassen Sie mich einmal gucken, den Verhandlung ist bei 11. August, dass wir den vorher machen. Ja, das ist ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Mhm. Haben Sie denn da mal eine E-Mail-Adresse? Dann schicke ich Ihnen das mal zu. Ja, das ist Rakesh. R-A K-E-S-H Ja. Punkt. Ja. Zylinder, wie man spricht. Wie S? S-U-L. Ja. I-N. Ja. D-E-R. Ja. Punkt. Ja. Goldfarm, wie den Ziegenfarm. Goldfang? Ne, Goat. G-O-A-T. G-O... A-T. Okay, Goldfang. Goldfarm. @gmail.com. @gmail.com. Und alles klar. Und wie werden den Akten denn vernichtet? Werden die bei Shredder legen oder wie genau, wird das passieren? Die werden bei uns geschreddert. Okay. Die gehen durch einen großen Schredder, dann kommt Luft, das verwirbelt und dann wird es nochmal geschreddert. Und das wird dann auch keiner merken.
Nein, das kriegt keiner mit. Das ist unsere Hauptaufgabe. Ja, das ist gut, weil ich habe ja selber schon probiert, an den Akten ranzukommen, aber die lassen mich da ja nicht rein. Und dann habe ich gedacht, da kann ich ja bei Ihnen anrufen, dann können Sie dann Entsorgung machen, dass wir den vor die Prozess wegbekommen. Ja, aber wenn, ich verstehe gerade nicht, wenn die sie nicht reinlassen, ihnen gehören die Akten, dann lassen sie uns doch auch nicht rein. Ich habe Ihnen ja den Auftrag gegeben. Oder werde den geben. Ja, Weil dann müssen. das ist ja quasi bei den Landgericht Hamburg, dass sie dann, kann ich Ihnen noch den Namen von die Staatsanwalt geben? Das müssen Sie dann alles ausfüllen. Das Ja, kann. dass die da hingehen, dass die bei die klopfen und dass die dann den Aktenordner mitnehmen, da steht drauf, den Land Hamburg gegen Schlindern, dass die den. Aber wie gesagt, das müssen Sie auf den Bestellformular ausfüllen. Das kann ich jetzt nicht schreiben, ne? Ja, aber das kann man so was machen? Ja, das kann man machen. Dass die da hingehen und den dann wegnehmen. Wenn das erlaubt ist, klar. Ja, ich habe den Erlaubnis geben. Ja, ich kenne mich da mit den Gesetzen nicht aus. Ich frage mich nur, dass ich finde das gerade so ein bisschen merkwürdig, wenn Sie selber an Ihre Akten nicht rankommen beim Anwalt, warum der Anwalt uns dann hinlassen sollte. Das verstehe ich nicht. Weil sie sind ja den große Firma und ich dachte vielleicht, weil die machen ja Eingangskontrollen bei den Gerichtsgebäuden und wenn dann den Firma kommt, dass die sagen, Aktenvernichtung, ja, okay, können wir machen, dann dürfen die Nee, rein aber und das geht so nicht. weil wenn den Aktenordner nicht mehr da, dann kann auch der Prozess nicht mehr stattfinden. Nee, das können wir nicht machen. Das ist ja schon ein bisschen, das würde ich sagen, ist schon gesetzlich nicht confirm, ne? Ja, Wenn das wir, ist ja. das ist ja schon fast Diebstahl, was sie dann da machen. Nein, die wollen mir mein Ziege wegnehmen. Dann kann ich den Prozess nicht zulassen. Ja, aber da können wir ja nicht hingehen und den Aktenordner rausholen. Das geht nicht. Ja, nicht nur einen, das müssen dann schon alle mitnehmen und dann darum kann ich dir ja nicht selber bringen, weil ich wollte den ja gerne ohne Rechnung Nee. machen. Ja, das. Aber wie gesagt, wenn Sie, das ist, nee, das können wir nicht machen. Kleinen Moment mal bitte. Ja, jetzt zu Ihnen verbunden worden? Ganz genau. Ja, was ist denn Stand von den Verhandlungen? Sie müssen mir bitte erstmal kurz sagen, worum es geht. Ja, ich hatte angerufen wegen den Aktenvernichtung und jetzt hat die Kollegin gesagt, einmal bitte kurz warten und jetzt bin ich zu Ihnen verbunden worden. Ja. Jetzt müssen Sie mir trotzdem bitte noch mal kurz sagen, worum es geht, sonst kann ich Ihnen nicht helfen. Na so, ich dachte, die hat Ihnen erzählt, Entschuldigung. Na Ja, dann. ich wollte Sie beauftragen, dass Sie ein paar Aktenordner Einsammlung machen und Vernichtung machen. Für welche Firma soll das Ganze denn stattfinden? Ja, ich bin Privatperson. Ja, das heißt, es geht um Ihre eigenen Dokumente. Ja, das sind Dokumente über mich und die müssen vernichtet werden. Das heißt, diese Dokumente befinden sich in Ihrem Besitz? Nee, leider ja nicht. Das ist ja das Problem. Dann muss bitte die Firma oder die Gesellschaft, die die Akten in Besitz hat, sich bei uns melden und erst dann dürfen wir aktiv werden. Ja, aber das wollen diejenigen machen, sonst würde ich das ja selber machen. Weil ich Ja. wollte ja dann quasi, dass sie zu den Gerichtsgebäuden fahren, dass sie bei den Staatsanwalt einmal bei den Büro gehen und einmal den Akten nehmen. Da steht da drauf, den Land Hamburg gegen Schulinder, dass wir Ja. den wegbringen. Ja, aber wir können ja keine Gerichtsakten einfach entsorgen. Da würden wir ja auch gar nicht rankommen. Also sprich, wenn die bei Gericht sind, dann muss das Gericht uns beauftragen, Akten zu entsorgen. Andere Möglichkeiten haben wir nicht. Da würden wir ja illegal handeln. Oh mein Gott, weil der Prozess ist bei den 11. August, dass wir das vorher wegbekommen. Ja, da kann ich Ihnen so direkt nicht helfen. Wie gesagt, da muss das Gericht uns beauftragen. Wenn das Akten sind, die bei Gericht liegen, Ja, haben wir keinen Zugriff darauf. aber die werden Sie ja nicht beauftragen. Das wäre ja nicht in deren Interessen, aber ich muss die weghaben. Ja, aber da bin ich dann der falsche Ansprechpartner. Da müssen Sie sich einen Anwalt nehmen und das dann mit dem klären. Ja, der hat ja auch gesagt, du kannst nicht einfach da reingehen und den wegnehmen, dann sage ich, da kann ich vielleicht bei einer Firma anrufen und mal fragen. Ich fürchte, da sind Sie bei einem, wie sagt man das, bei einem legalen Unternehmen ganz falsch aufgehoben. Also da werde ich Ihnen Ja, bei Gott wirklich nicht helfen können. Das tut mir sehr leid. haben Sie dann eine Telefonnummer von einem Unternehmen, wo kann ich anrufen? Nein. Haben Sie keine irgendwie indischen, russischen oder albanischen Mafia, wo kann man anrufen? Wenn ich da jemanden kennen würde, dann vielleicht schon. Ja, aber so leider nein. Ja, wir sind doch unter uns, da können Sie mir doch sagen. Ja, ich verstehe. Da, die Jabki.
Nee, alles klar. Ich wünsche trotzdem einen schönen Tag, ja? Ja, den wünsche ich Ihnen auch. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, guten Abend. Mein Name ist Linder. Ich habe eine Frage wegen den Lackfarben. Ja, das Problem. Ich habe einen Lackfarben gekauft für Gartenzaun. Und jetzt, mein Sohn hat Pinsel genommen und den Ziegen anmalen. Wir kriegen die Farben bei den Ziegen wieder weg, Ma. Was haben Sie damit aus Versehen bemalt? Der Sohn, bei der Ziege. Und der hat ihn angemalt. Nein, den Fußboden, die Ziegelsteine. Die Ziege. Ziege? Ja, bei den Garten. Wir haben indisch Bergziegen. Und der da hingegangen, hat den angemalen. Und ich kann den nicht wegmachen. Das ist nur Farbe für Holz, ne? Ja, das ist Renovo. Ja, das ich kann nicht genau sagen, wie lange es dauert, bis sich das rauswäscht. Ja, weil wir mit Spülmittel, mit Waschmittel beigegangen, die Ziege nur am Schreien. Ach so. Ja, aber wir können das nicht machen. Ich will nicht mit Spachteln nicht beigehen, nicht mit Bandschleifung, weil die wird dann die Ziegen verletzen. Ja, klar, das ist logisch. Ja, warum kann man das nicht draufschreiben? Kannst du nicht die Ziegen mit anmalen? Dann hätte man den Sonder nicht machen. Ja, die gab's hier nicht. Wir haben. Die Dose schreibt, dass man keine Ziegen damit anmalen darf. Ja, aber warum kann man? Das ist die Customer-Sicherheit-Hinweis. Kann man Terpentin nehmen? Oder ist es gefährlich für den Ziegen? Nee, das ist gefährlich dafür. Ja, die gab's hier. Haben Sie Salzsäure in niedrigen Konzentrationen? Nee, Salzsäure haben wir auch gar nicht. Aber warum nicht? Das habe ich bei anderen Baumärkten in Indien wieder immer bekommen. Ja, also wir haben aber keine Salzsäure gekriegt. Ja, was kann ich denn nehmen? Was haben Sie? Mittel? Ja, also die Frage habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Deswegen, das ist natürlich schwierig, was man da jetzt... Ja, ich habe den Problem auch noch nicht gehabt. Ich hatte noch nie so einen dummen Sohn, der geht mit den Farbe bei die Ziege. Der ist 9 Jahre alt, der müsste eigentlich wissen. Die wachsen auf mit den Ziegen und die müssen die lieben, wie die Familie. Da kann der nicht anmalen. Ja klar, ich verstehe Sie, nur den Fall habe ich noch nie gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie man Farbe aus dem Keller einer Ziege bekommt. Da muss man hingehen, die schreien. Warte mal kurz. Was machst du? Ja, hat immer die Ziege abgegeben. Mach das schon. Nimm mal die Ziegen bei den Wohnungen. Sind Sie noch bei den Telefon? Ich bin noch am Telefon. Ja, was können wir machen? Also ich wollte mal den Tierarzt vielleicht fragen, was man da macht. Ja, da wollte ich anrufen, aber der nicht mehr zu Hause. Dann habe ich angerufen bei Krankentransport, dass die zu der Tierklinik bringen, aber der immer rauflegen. Achso, aber ich kann Ihnen da jetzt, ich bin ja kein Tierexperte, ich kann da jetzt nicht sagen, was da funktionieren würde. Ja, können Sie mir Azubi rausschicken? Nee, wir können keine Leute rausschicken. Ja, da kann der mir helfen, weil ich weiß nicht, was ich machen. Ja, aber wir können ja keinen Mitarbeiter vorbeischicken. Der wird ja auch nur doof, sag ich mal. Ich werde auf jeden Fall morgen beim Tierarzt probieren, ob der sowas hat, weil ich habe hier nichts für Tierfälle, um die sauber zu machen. Ja, aber mit morgen ist der Einlass eingetrocknet. Wir haben den Ziege jetzt bei Badewanne gestellt, damit er nicht eintrocknen, aber die kann nicht ganze Nacht bei der Badewanne bleiben. Nee, klar, aber... Ja, aber Sie haben doch Regal mit Katzentoilette und Spielsachen. Gibt es da nichts für Fellentfilzung machen? Kann man das benutzen? Nee, ich habe da nichts bei. Nee. Zum Saubermachen habe ich hier gar nichts. Ja, haben Sie einen Kollege von der Tierabteilung? Also was Sie probieren können, ist ein Shampoo für Hunde oder so zu sehen. Es gibt ja spezielle Shampoo für Hunde oder Katzen. Ja, haben Sie das? Das ist halt auch tierfreundlich, das könnte man nehmen, aber das gibt es bei uns nicht. Aber warum nicht? Kann ich denn das Geld für die Farbe wiederbekommen? Weil meine Sohn die Ziegen anmalen? Das ist nicht sachgemäße Bearbeitung. Ja, aber wir können Ihnen doch nicht das Geld zurückzahlen, weil Ihr Sohn die Ziegen anmalen. Ja, aber warum nicht? Das ist Kundenfreundlichkeit. Ja, ne, also da müssen Sie mit meinem Chef sprechen und... Ja, können Sie mit Verbindung machen? Ja, einen Moment, ich probiere es mal, ne? Ja, danke. Ist jetzt gerade nicht erreichbar. Kann ich kurz Ihre Telefonnummer aufschreiben? Dann rufen wir Sie gleich nochmal zurück. Ich werde gleich anrufen, weil ich muss den Tierarzt finden. Die Ziege liegt bei den Boden. Die geht gar nicht gut. Ja. Wie lange kann man den Chef denn anrufen? Können Sie mir Durchwahl geben? Bis 20 Uhr. Bis 20 ja. Uhr. Sollen wir bei Ihnen vorbeikommen? Nee, vorbeikommen wollen Sie nicht. Ja, vielleicht können wir Bürste nehmen oder irgendwas machen. Wir müssen den Ziegen, wir können das nicht lassen. Die sind sehr teuer. Kennen Sie Indian Highland Goat? Kosten viele tausend Euro. Ja, ich kann Sie verstehen, nur, was,
Prinzip haben wir ja nichts damit zu tun, dass Ihre Fliege angemalt ist. Das steht ja nicht auf dem Eimer drauf. Ja, das ja, steht nicht drauf. Das ist das Problem. Den ja, aber das ist das, was ich anmalen darf. Ja, das ist aber meine kleine Sohn, der kann das doch nicht wissen. Und die müssen sie doch haben, eine Bürste oder Farben, ja. Da kann man, wir können mit ja. Weiß drüber malen, dann sieht die wieder gut aus. Aber das ist doch keine Lösung. Ja, hören Sie. Sie geben mir jetzt Ihre Telefonnummer und mein Chef ruft Sie gleich nochmal an, okay? Ja. Ich habe nämlich gerade Kundschaft, deswegen. Ja, ich bin auch Kunde. Wir kaufen viel Garten, ja. Viel für den Garten. Wir haben Holz für den Ziegenfarm immer kaufen. Und jetzt ja. Habe ich einmal ein Problem. Ich will mich doch um Ihr Problem kümmern, nur ich habe gerade einen Kunde, ja. Der ist hier vor Ort und ich muss den kurz mal beendigen und dann kann ich Sie zurückrufen. Ja, ich werde meinen Nachbar bei den bei den Anhängern legen und dann werden wir kommen. Ja. Wir sind dann also bei. Also sollen wir Sie nicht zurückrufen? Nein, ich werde bei halber Stunde kommen wir vorbei und dann werden wir Problemlösung machen. Ganz, ja, okay. Ganz direkt. Wenn Sie das möchten, machen Sie das so. Ja, ich werde dann kommen. Bin, mit halber Stunde bin ich bei Ihnen. Bis 20 Uhr haben wir auch. Ja, wie war denn Ihr Name? Dann werde ich zu Ihnen kommen. Dann werden wir Ziege bei Einkauf Wagen legen und dann werden wir zu Ihnen kommen. Ja, dann kommen Sie vorbei, ja. Alles klar, dann vielen Dank, bis gleich. Ja, bis gleich. Wiederhören. Einen schönen guten Tag, das Empire Riverside Hotel, die Reservierung. Ja, guten Tag, Zylinder. Ich bräuchte von heute bis Montag noch ein Zimmer. Ich wollte fragen, ob Sie mir helfen können. Ja, ich schau mal. Reisen Sie allein oder zu zweit? Und ich bin allein, aber ich hätte gerne ein Doppelzimmer wegen Gepäcken. Das ist kein Problem. Ich hätte ein Doppelzimmer noch verfügbar in der Kategorie Upside von heute bis Sonntag. Hier liegen wir für beide Nächte zusammen bei 376,56 €. Mhm. Zuzüglich Frühstück von 22 € pro Tag. Alternativ hätte ich etwas größer noch eine schöne Junior Suite frei. Die liegt oberhalb der 16. Etage mit einem seitlichen Hafenblick. Ja, sehr gut. Um die 40 Quadratmeter, also da haben Sie schön Platz für Ihr Gepäck. Ja. Und preislich liegen wir hier bei 539,77 €. Ja, das klingt dafür sehr gut. Ja, dafür haben Sie dann ein Zimmer oberhalb der 16. Etage. Ja, sehr guter Ausblick. Was ist denn an den Einrichtungen von den Zimmern? Warte, Comfort, Business Class? Ja, Sie haben eine Badewanne schön, das hätten Sie in der Kategorie Upside nicht. Würden Sie also auch nochmal schön entspannen, wenn Sie möchten und über den Hafen blicken, während Sie baden. Sehr gut. Genau, und es ist ein schönes großes Doppelbett, 2x2,10 m. Und ist halt sehr groß auch. Ja, haben Sie Klimatisierung bei den Zimmern? Ja, wir haben auch eine Klimatisierung. Sehr gut, weil den Tieren dürfen nicht, dann muss immer gut Temperierung, damit die nicht krank werden. Das ist sehr wichtig, sonst kriege ich Ärger mit Chef machen. Oh ja, das stimmt. Nee, aber das können Sie selber regeln, wie warm oder kalt Sie das halten möchten. Ja, sehr gut, sehr gut. Kann ich mir dann jemand tragen helfen, weil ich habe 17 Käfig, da die mir helfen. Ui, ja, da können Sie gerne am Empfang Bescheid geben, da wird unser Page Ihnen gerne bei dem Gepäck behilflich sein. Ja, weil ich habe 17... Dann müssen Sie 17... das nicht alles alleine tragen. Ja, das ist sehr gut, weil ich habe 17 Meerschweinchen. Wir sind für eine Messe bei Hamburg und die muss ich da hochbringen. Was haben Sie bitte? 17? Meerschweinchen. Meerschweinchen? Ja, wir kommen zur Convention nach Hamburg. Und die Meerschweinchen möchten Sie alle mit aufs Zimmer nehmen? Ja, ich kann die nicht bei den Wagen, weil sehr kalt bei Deutschland, kann ich nicht bei den Wagen lassen. Die werden sterben. Da müsste ich einmal kurz abklären, ob das möglich ist mit 17 Meerschweinchen. Einen kleinen Moment bitte. Ja, aber den einen Meerschweinchen ist es schwanger, das kann ja sein, dass da noch mehr dazukommen. Einen Moment bitte. Ja, danke, danke, sehr nett. Maria Karriere, ich spreche mit dem Hotel, musst du keine Ärger machen. Herzlichen Dank für Ihre Geduld. Also Meerschweinchen können wir leider nicht beherbergen. Wir nehmen nur Hunde auf. Ja, aber ein Meerschweinchen ist viel kleiner als ein Hunden. Ja, aber das sind 17 Stück, das können wir leider nicht beherbergen. Ja, wir haben so Käfige, die können Aufeinanderstellung machen, die brauchen nicht viel Platz und die können Lärm machen. Das sind sehr reinliche Tiere, mehr als ein Hunden. Können wir trotzdem leider nicht beherbergen, das tut mir leid. Also, das ist leider nicht möglich mit 17 Meerschweinchen. Ja, ich habe schon so viel anrufen. Warum hat kein Mensch ein Herz für Meerschweinchen? Das sind so also, wir haben Herzen für Meerschweinchen, aber das können wir einfach nicht beherbergen. Haben Sie schon mal Meerschweinchenfilet probieren?
Ich habe noch nie Meerschweinchenfilet probiert, nein. Vielleicht möchten Sie bei Sonntag zu der Gastromesse kommen? Da möchte ich Sie gerne einladen, weil Sie sind sehr nette junge Frau. Es tut mir leid, also wir können da nichts machen. Kennen Sie Hotel, Meerschweinchenfreundliche Einrichtung? Wo kann ich anrufen? Oh, da müsste ich würde sagen, vielleicht probieren Sie es mal im Motel One oder im Lindner am Michel. Okay, dann werde ich aufschreiben. Das wären Hotels hier in der Nähe. Ja, auch gute Hotels. Auch gute Hotels, genau. Ja, dann müssen Sie einfach mal anfragen, ob das dort möglich ist, mit Meerschweinchen anzureisen. Ja, ich werde probieren. Können Sie mir Daumen drücken, weil Sie sind Nummer 6 Hotel, das ich anrufe? Die wollen ich alle drücke Ihnen ganz fest haben. Die Daumen, ja. Ja, vielen lieben Dank, Sie waren sehr freundlich. Ja, danke schön. Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht weiterhelfen konnte. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Ja, ich hoffe, dann komme ich das nächste Mal mit den Ziegen. Vielleicht können Sie ein Ziege nehmen, weil die ist so groß wie ein Hund. Ich würde jetzt das Gespräch beenden. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Thanks. Ja, guten Tag. Mein Name ist Solinda von East India Dating. Ich habe bei den Zeitungen gelesen, dass Sie eine wunderschöne junge Frau suchen. Ja. Ja, da wollte ich mal fragen, ob wir da mal Termin machen können. Ob Sie was können? Ob wir Termin machen können. Terminierung. Ja. Ja, weil wir haben eine Partnervermittlung von Indien, dass wir einmal mit bei Sie bei Katalog bringen und dass wir mal gucken können. Und ihr soll den, wollten Sie zu die Dame hinziehen oder soll den Dame nach Deutschland kommen? Was soll ich mit der Dame? Und ihr soll den Dame, soll den nach Deutschland kommen oder möchten Sie nach Indien fahren? Nee, nach Deutschland. Und ja, das wäre dann halt so, dass wir einmal vorbeikommen, dass wir dann mal Katalog angucken und dann kann man quasi dann einmal Treffen arrangieren und dann kann man gucken, ob das alles in Ordnung geht. Ja, das ist unverbindlich. Ich werde dann den Unterlagen mitbringen und wenn da ist, dann den passenden Jungfrau für Sie, da können wir Vertrag machen. Genau, Sie können Unterlagen mitbringen und den kann man sich jetzt mal ansehen. Ja, das werde ich auf jeden Fall mitbringen. Können Sie mir bitte einmal sagen, was haben Sie für bevorzugten Frauentypen? Dass ich einen bestimmten Katalog mitnehmen kann? Also den Alter aussehen, Körpergrößen und solchen Sachen? Und einigermaßen gut aussehen. Ja, okay. Wie definieren Sie gut aussehend, bitte? Bitte? Was bedeutet für Sie gut aussehend, bitte? Oh, nur ja, möchten Sie lange Haare, möchten Sie kleine ja, Fingernägel? Haare, frauliche Figur, was alles zu einer Frau passt. Ja, das ist sehr gut, weil wir haben, wie alt soll denn junge Dame sein? Weil Sie haben den Wahl so von 14 bis 70 ist alles dabei. Von 14 bis 70 ist alle dabei. Naja, so Ende 50 sollte sie schon sein, ne? Ja, da haben wir diverse Damen bei dir angeboten. Wir haben da zum Beispiel den Rangahati Mamangoyang Tirangay, die hatte bei Kalkutta einen Ziegenfarm gehabt und der Ziege ist gestorben und die möchte jetzt gerne nach Deutschland kommen. Ja, das ist kein Problem. Ja, können Sie mir dann einmal bitte Adresse geben, dass wir einen Termin machen können? Ja, okay. Und Dorfstraße. Und wo darf ich dann bitte klingeln, weil das steht nicht bei der Zeitung? Was machen? Wo darf ich dann geklingelt machen? Bei welchem Namen? Ja, Husenk. Okay. Wie viel haben Sie denn eingeplant? Wollen Sie Investierung machen? Wie viel was? Wie viel möchten Sie investiert machen für eine Frau? Das weiß ich noch nicht. Ja, weil denn, das geht ja los, das kommt drauf an, wie viel Vermögen denn Frau hat, dann nehmen wir Provision. Ja, das weiß ich noch nicht, das kommt ganz drauf an. Ja, wann sollen wir denn vorbeikommen? Wann? Ja. Ja, wo sind Sie denn jetzt? Und ja, wir sind bei Hamburg. Wir haben Hamburg. Da den Agentur bei Hamburg. Bitte? Wir haben unsere Agentur bei Hamburg, bei Indische Botschaft, und dann können wir vorbeikommen. Und ja, ich würde dann bei Ihnen vorbeikommen, aber wir müssen sagen, ja, wann sollen wir kommen? Ja, Sie könnten morgen vorbeikommen. Und ja, sollen wir dann einen Tee trinken und dann können wir darüber reden? Ja. Ja, wann ist es Ihnen denn am liebsten bei die Uhrzeit? Ja, was weiß ich, 11 oder wann? Ja, morgens oder lieber abends? Ach, lieber abends.
Ja, soll er mal 11 Uhr abends kommen? Da hat ihn diese Botschaft aber geschlossen. Und wann meinen Sie abends? Ja, Sie haben doch gesagt, 11 Uhr abends soll er mal kommen. Das ist viel zu spät. Das geht nicht. 11 Uhr abends? Nee, nee, nee. Nicht? 11 Uhr, das ist ja Mitternacht. Ja, deswegen, da arbeiten wir nicht mehr. Da können wir nicht vorbeikommen. Nee, nee, das nicht mehr. Höchstens bis 17 Uhr. Ja, sollen wir dann 17 Uhr machen? Ja. Sehr gut. Das ist sehr gut. Dann soll ich mal ein paar Katalog und ein paar Foto mitnehmen. Und dann, dann können Sie eine mal aussuchen machen. Und wenn Ihnen der Dame gefällt, dann kann man auch noch mal ein paar Foto bekommen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Also, ich gucke mir das in Ruhe an. Und Sie kommen alleine? Und ja, ich würde Azubi mitbringen. Wenn das in Ordnung? Wem? Der Azubi, Auszubildende. Das, weil Menschenhandel ist ja Ausbildungsfach und die müssen das ja lernen. Ja, klar, können Sie ruhig mitbringen. Na, alles klar. Dann würde ich sagen, kommen wir morgen 17 Uhr vorbei und dann können wir Tee trinken und die Frau bei der Katalog gucken. Und das ist alles normal, ja? Und was meinen Sie bei normal? Ja, keine Hintergedanken oder irgend sowas. Ja, wie gesagt, wir machen den Vermittlung und dann, dass wir Provision bekommen und wir müssen unsere Teil dann abgeben bei indischer Mafia und dann ist alles in Ordnung. Ganz genau. Okay. Da wünsche ich Ihnen eine wunderschöne Abend wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Tschüss. Wiederhören. Wäscherei bei Vertrauen. Ja, guten Tag, Scholinda. Bin ich da bei den Reinigungsfirma? Wäscherei. Ja, ja, genau, genau. Und ich wollte mal fragen, ich soll für meinen Manager eine Information bekommen. Wir sollen regelmäßig eine Waschung bekommen, ob man das bei Sie bringen kann oder ob man Termin brauchen. Nein, braucht man keinen Termin. Und jetzt können Sie mir einmal mit Preisen sagen, bitte? Ja, was haben Sie denn für Wäsche? Wir haben 2 Säcken und 40 Liter. Oh, hier, wir haben, wenn wir das Schrank fertig machen, also gewaschen und gebügelt, dann geht es immer pro Stück und nicht pro Kilo. Okay, klar. Oder wenn Sie, ich weiß jetzt nicht, was Sie haben, oder wenn Sie Trockenwäsche haben, also das ist, viele Urlauber machen Trockenwäsche, nur waschen, nur trocknen, fertig, dann ist es Kilopreis. Ja, wir wollen nur gewaschen und trocknen, damit den halt später, damit den anderen, damit die das nicht merken. Und das ist sehr wichtig. Und was kostet dann einen Kilogramm? Was ist das Frottee-Wäsche oder? Ja, das ist immer sehr verschieden, weil wir haben eine Import-Export-Firma und wir immer mal ist da 100, mal ist da 200, aber den meisten sind 500 und dann wir den bei Sie bringen. Also Frottee-Wäsche. Wie lange dauert denn ein Waschung und Trocknung machen ungefähr bei 40 Liter mit 2 Säcken bei den Wochen? 40 Liter, 2 Arbeitstage. Okay, und was kostet da einen Kilo? 5,95 das Kilo. 5,95, das ist sehr günstig. Oder 5 Euro plus Mehrwertsteuer, ne? Ja, nur bei Mehrwertsteuer kann man eigentlich ja weglassen, diese Quatschen da. Aber das können Sie ja nicht machen. Nee, das können wir nicht machen. Aber können wir ohne Rechnung machen, so anonymen auftragen? Wenn Sie 40 Liter haben, 40 mal 5,95, ne? Das ist immer hier, eine Rechnung müssen wir erst immer schreiben ab 150 Euro, müssen wir eine Rechnung schreiben mit Namen. Darunter ist das ja immer anonym, das ist dann ja Ihre Sache, ob Sie die Rechnung einreichen oder nicht. Ja, weil das wäre sehr wichtig, dass nicht die Namen stehen, weil wir dann einmal lieber mehrmal kleine Mengen bringen und dann wäre einfach so, kann man Bargeld bezahlen oder müssen Sie eine Karte haben? Sehr ja, gut. Also ja. Kann man einen anonymen Gewaschung bei Sie machen? Ja, also das geht natürlich, wenn Sie es abgeben, müssen Sie ja einen Namen sagen, damit Sie auch einen Namen sagen, wenn Sie es wieder kriegen. Ne? Ja, aber müssen Sie einen Ausweisen haben? Nein. Okay. Nein, 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 nein. Wir brauchen nur den Namen und wie gesagt, unter 150 Euro müssen wir da auch keine Quittung schreiben oder so, dass da irgendwo der Name festgehalten wird. Ja, okay. Ne? Das klingt sehr gut. Und kann man das bei Sie machen, dass wir zweimal bei den Wochen von Montag ab 2 Sack bringen bei Sie? Oder manchmal kann das sein, dass der mehr wird? Ja, das ist kein Problem. Wir haben vormittags immer auf von 7.30 Uhr bis 13 Uhr. Ja. Und am Freitag, also heute, von 7.30 Uhr bis 17 Uhr. Das ist sehr gut. Und Sie sagen, da 2 Tagen ungefähr? Ja.
Kommt ja auch drauf an, wann sie es bringen. Ja. Wenn sie jetzt erst zu 13 Uhr bringen, dann waschen wir es ja erst den nächsten Tag, ne? Ja, ich würde dann morgens bringen und immer abends abholen. Wenn das ist ein bisschen dunkler, wird das ist besser. Ja, abends haben wir ja nur am Freitag. Ja, dann komme ich Freitagabend dann immer den abholen, werde den Mittwoch bringen und den Qualität hinterher immer noch sehr gut. Ja. Ja, das, weil sonst, wenn man dann einkaufen geht, weil die das ja sonst, weil mit dem Gerät, das werde die ja merken. Hm. Also ich weiß jetzt noch immer nicht, was sie bringt. Aber ja, wir wollen die Scheinen bringen. Was für Dinger? Die Scheinen. Scheinen? Ja, 100, 200, 500 Euro, das werde ich bei sie bringen. Oh, das ist ja prima. Ja. Und dass sie den einmal, dass sie einmal blütenreinen Waschung bei denen machen. Ja, ganz genau. Ja, genau, genau. Und bei den günstigen Preisen, da würde den Wahl auch auf ihre Betriebe fallen, weil wir schon anderen Betrieben anrufen, aber die wollen 12 Euro für den Schein haben und das ist zu teuer. Ja, ach, ja. Ja, Irgendwas stimmt ja nicht, ne? Ja, das sind so teure Preise und da finde ich sehr gut, dass wir bei Ihnen so günstige bringen können und dann werde ich Stammkundschaft machen bei Sie, bei Ihren Betrieben. Ja, okay, alles in Ordnung. Das ist sehr gut. Dann kann ich am Montag, wann machen Sie auf bei Montag? 7:30 Uhr. Ja, dann komme ich 7:30 Uhr und dann können wir den Geldwäschung durchführen. Ja, aber locker. Ja, das ist sehr gut. Dann wünsche ich Ihnen eine wunderschöne Wochenende. Und, ja, danke gleichfalls. Und ich werde eine Maske anziehen. Sie vielleicht auch machen, weil wegen Polizei. Ja, alles in Ordnung. Machen sehr wir. Gut. Ich wünsche schöne Wochenende, alles Madame. Ja, okay, danke schön. Auf Wiederhören. Guten Tag. Ja, guten Tag, hier ist Maulwurf. Ich wollte mich mal informieren, was das so in etwa bei Ihnen kosten würde. Um was geht es denn? Um den ganz, um welchen Führerschein? Den ganz allgemeinen Führerschein. Klasse B, oder was meinen Sie? Als Erstführerschein? Ja, so den ganz normalen. Weiß jetzt nicht, wie da der Fachausdruck für ist. Ja, da muss man mit rechnen mit 939 Euro an Festkosten. Ja. Das heißt, da ist der Grundbetrag inklusive aller Unterrichte mit bei. Ja. Die Sonderfahrten, die der Gesetzgeber vorschreibt. Ja. Die theoretische und die praktische Prüfung. Das sind diese 939 Euro. Ja. Und was dazu kommt, sind die einzelnen Stadtfahrstunden. Und das ist bei jedem Menschen ganz unterschiedlich. Und die Stadtfahrt kostet 35 Euro. Ja, und wie viel da notwendig ist, das richtet sich ja dann wahrscheinlich so nach der Auffassungsgabe und wie schnell man das umsetzen kann. Und der Rest ist dann halt, wie viel Unterrichtsstunden muss man da denn nehmen? Weil das ist 12 ja Sonderfahrten muss man machen, das heißt 5 über Land, 4 Autobahn, 3 Nachtfahrten. Und im theoretischen Bereich heißt das, dass man an 12 Grundunterrichten teilnimmt. Ja. Wo jetzt zum Beispiel Verkehrszeichen und so weiter alles durchgesprochen werden. Und 2-mal klassenspezifischer Unterricht, damit man nachher weiß, so ein bisschen mit Technik umzugehen und welche Anhänger man nachher mitführen darf mit der Führerscheinklasse B. Ja. Das sind noch diese Extra-Unterrichte dann, ja. Und an der Autobahn geht das auch entlang? Das ist ja bei den Sonderfahrten, ja. Ja, und dann kann man dann hinterher, ist das dann für alle solche gängigen Typen, darf man dann fahren? Ja, nee, aber hier Schaltgetriebe, wenn Sie auf Schaltgetriebe machen, ja. Wenn Sie hier auf Automatik nur machen möchten, dann darf man nur Automatikfahrzeuge. Das würden wir hier aber gar nicht anbieten, Automatikfahrzeuge. Ja, es wäre mir schon für den Handbetrieb, wäre mir das schon am liebsten, weil das soll ja doch so ein bisschen was Persönliches bleiben. Und wie lange dauert sowas in etwa? Weil ich habe da jetzt eine Möglichkeit, jetzt was zu erstehen, aber da kann ich nicht so lange warten. Ja, man muss aber ungefähr rechnen, 6 bis 8 Wochen Bearbeitungszeit bei den Behörden. Ja. Plus, wenn dann die Prüfgenehmigung durch ist, dann dauert es 14 Tage, bis man die theoretische Prüfung gemacht hat und 14 Tage später die praktische Prüfung. Also so 10-12 Wochen mit Beantragung und allem drum und dran ist normal. Das ist ja ein ganz schönes Heckmeck, aber es muss jetzt ja scheinbar sein. Ich bin bisher immer ganz gut ohne so ausgekommen und dann ich da neulich mal so einen Kontakt geknüpft und er sagte halt, also ohne dass Sie da diesen Führerschein gemacht haben, da können wir Ihnen da nicht weiterhelfen. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, wann kann man sich das denn mal so angucken? Sie können jederzeit hier vorbeikommen. Wir sind immer montags bis freitags von 9 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr hier. Ja, und wenn man das dann,
wenn man da sein Zertifikat dann hat, dann ist man quasi dann eben schon Erwerb auch berechtigt. Wenn Sie die Führerscheinprüfung bestanden haben, dann gibt Ihnen der Fahrprüfer gibt Ihnen dann den Führerschein, ja? Ja, und damit... Und dann dürfen Sie fahren. Wenn ich den dann habe, dann kann ich da wieder hin fahren, und dann, dann darf ich da auch den Erwerb quasi durchführen. Ich weiß, das verstehe ich jetzt nicht. Also wenn Sie die Führerscheinprüfung gemacht haben, dann bekommen Sie den Führerschein und danach dürfen Sie dann fahren, ja. Ja, nämlich, ich wollte ja also im Prinzip, dass der Züchter, der wollte das halt haben vorher, sonst würde der mir Welcher Züchter denn? Das ist der Herr Thomas. Nee, ich meine, was hat denn jetzt ein Züchter damit? Sie wissen, dass Sie in einer Fahrschule anrufen, ne? Ja, wegen den Führerschein. Der hat gesagt, es würde das vorher nicht abgeben. Weil ich wollte das... Ich weiß nicht, was Sie für einen Züchter, was Sie da für eine Führerscheinklasse brauchen. Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, das ist ja... Weiß ja nicht, ob das jetzt... Weil es gibt ja sehr viele verschiedene Rassen. Aber Sie haben ja gesagt, der ist ja im Prinzip für alles. Weil ich bin jetzt ja schon ein bisschen älter und wollte gern ein bisschen Gesellschaft halt haben. Und ich bin dann da hingegangen und hab mir da im Prinzip ja einen ausgesucht. Und dann hat er halt gefragt, ob ich diesen Führerschein gemacht habe. Und das habe ich dann ich habe das dann halt wahrheitsgemäß verneint, weil man soll ja nicht lügen. Und dann hat er Sie haben was falsch verstanden. Das ist der Hundeführerschein. Der hat aber nichts mit einer Fahrschule zu tun. Das ist richtig. Und deswegen hatte ich ja bei Ihnen angerufen. Nee, wir sind eine Fahrschule. Bei uns kann man Autoführerschein machen, aber keinen Hundeführerschein. Und deswegen wäre mir das ja auch sehr lieb, wenn wir das nicht an der Autobahn machen, weil da wollte ja nur hier so im Stadtpark ein bisschen spazieren gehen. Da müssen Sie bei einer Hundeschule anrufen und dort können Sie den Hundeführerschein dann machen. Ja, und wie lange haben Sie denn heute dann geöffnet, bitte? Bei uns brauchen Sie heute nicht vorbeikommen. Sie müssen bei einer Hundeschule anrufen, nicht bei einer Fahrschule. Ja, und ist das dann am Montag wieder möglich, junge Frau? Das kann ich Ihnen nicht sagen, wann die Hundeschule geöffnet hat. Ja, wann machen, da müssen Sie mal, wann machen da müssen Sie, Sie denn mal auf? Wir sind um 9 Uhr hier. Sie können aber gerne hier bei mir vorbeikommen und dann schreibe ich Ihnen Telefonnummern auf und dann schreibe ich Ihnen das auf und dann können Sie dort bei der Hundeschule dann anrufen. Und Sie können hier um 9 Uhr Montag vor uns vorbeikommen und dann erkläre ich Ihnen das hier mal vor Ort. Ja, aber das Problem ist ja, ich brauche ja nicht zur Hundeschule fahren, wenn ich keinen Führerschein da habe. Die lassen mich ja gar nicht aufs Gelände, wenn ich da ohne dieses Dokument auftauche. Mhm. Das ist ja das Problem. Kommen Sie mal einfach hier mal bei uns vorbei und dann sprechen wir das hier mal durch, ja? Ja, und was muss ich da als Ausweisdokument mitbringen? Brauchen Sie ein Führungszeugnis? Brauchen Sie, wir schnacken das hier Montag mal durch. Ich habe hier nämlich gerade die nächsten Kundschaft schon wieder. Kommen Sie mal Montag hier vorbei und dann sprechen wir das hier durch. Ja, also Führungszeugnis muss ich dann auch mitbringen. Brauchen Sie nicht, aber das erkläre ich Ihnen hier vor Ort, ja? Alles klar, dann werde ich das fertig machen. Vielen Dank. Ja, bis dann. Wiederhören. Ja, hallo, hier ist Dackel Dimitri aus Nibel. Guten Tag, junge Frau. Guten Tag. Ich habe eine Frage wegen einer von Ihren Schülern. Der ist hier bei mir, aber der hat seine Führerschein nicht mit. Da wollte ich fragen, ob Sie da bestätigen können, dass der den bei Sie gemacht hat. Weil sonst kann Wer soll das denn sein? Der Herr Maulwurf steht hier bei mir. Herr wer bitte? Herr Maulwurf. Herr Maulwurf? Ja. Nee, also ich glaube, irgendwie da ist was schief hier am Telefonat. Einen Herr Maulwurf kenne ich nicht, nein. Weil der sagte, hat es hier mir das Zettel gegeben mit Ihres Nummer, sagst du, können Sie anrufen, wir können das bestätigen, weil ohne kann ich das halt nicht machen. Aber ein Herr Maulwurf ist oder wollen Sie mich hier gerade veräppeln am Telefon? Nein, warte, ich gebe Ihnen den mal. Herr Maulwurf, die Dame kennt Sie nicht. Kommen Sie mal bitte selber her. Maulwurf, hallo. Hallo, sag mir nochmal deinen Nachnamen. Wie heißt du? Maulwurf. Maulwolf? Wurf, wie das Tier im Garten. Herr Wolf. Maulwurf. Hallo. Nee, du. Wir hatten doch neulich mal gesprochen wegen Führerschein.
Nee. Da hatten Sie mir definitiv weitergeholfen, weil... Nee, das definitiv haben Sie bei uns keinen Führerschein gemacht, nein. Das ging ja darum, dass ich mir im Prinzip, weil das alleine sehr schwierig wird in Alter... Geben Sie mal einmal bitte den anderen Herrn nochmal ans Telefon. Der ja, kann, ja damit ich einen Moment bitte. Ich möchte Sie bitte widersprechen. Ja, hallo? Ja, also der hat bei uns hier definitiv keinen Führerschein gemacht, nein. Also hat er bei Ihnen nicht die Hundeprüfung gemacht? Nein, gar nicht. Weil wir sind ja auch eine Fahrschule und keine Hundeschule. Weil es ging ja darum, wir haben Dackelzucht und er ist jetzt hierher gekommen und natürlich müssen wir ja fragen, weil wir sind seriöse Firma. Wo haben Sie das Führerschein bitte? Weil die müssen nee, das ja also nachweisen. Das hat er aber nicht bei uns gemacht. Nein, da muss er Ihnen mal Ihren seinen Führerschein machen, wo er den dann demnach gemacht hat. Also nicht bei uns. Ja, der hat mir ja Ihre Nummer gegeben. Ja, aber bei uns hat er keinen Führerschein gemacht, nein. Soll ich Ihnen den nochmal geben? Nee, brauche ich nicht. Ich habe hier Kundschaft stehen. Das schaffe ich jetzt nicht. Also definitiv hat er bei uns das nicht gemacht. Was erzählst du mir für Scheiße? Mal bring den mal raus. Ja, dann tut mir sehr leid, dass ich Ihre Zeit in Anspruch nehme. Alles klar. Auf Wiederhören. Jo, prima. Bis Cheers. Dann. Schönen guten Tag. Ja, hallo. Sie haben mich da ja vorhin ganz schön in die Bredouille geritten mit den... Was geht es denn? Ich habe hier Kundschaft. Ich kann Ihnen nicht am Telefon helfen. Um was geht es bitte? Ja, ich hätte ja im Prinzip nur die Bestätigung gebraucht. Ich kann Ihnen keine Bestätigung geben, wenn Sie nicht hier bei uns gewesen sind. Ich kann Ihnen gar keine Bestätigung geben. Nein. Ja, ich wollte ja... Das ist ja nichts, sag ich mal, speziell Schlimmes. Ich wollte ja nur einen Dackel von denen kaufen. Ja, aber ich kann Ihnen keine... Wir sind hier keine Hundeschule. Ja, ich brauche ja auch keine Hundeschule. Ich muss ja nur den Führerschein haben. Dann ja, aber ich kann Ihnen keine Bestätigung geben, wenn Sie hier nicht bei uns gewesen sind. Ich habe jetzt auch dafür keine Zeit. Das tut mir leid, ja? Können Sie mir das ausstellen? Nein, das stelle ich Ihnen nicht aus. Wenn man hier kein Fahrschüler war, kann ich Ihnen darüber nichts ausstellen. Das tut mir leid. Ich muss jetzt auch hier weitermachen, ja? Können wir denn da eine Anmeldung vornehmen? Nee, können wir nicht. Das haut nicht hin. Ich kann Ihnen nichts ausstellen, was nicht hier ist. Also definitiv nicht, nein. Ja, dann da müssen Sie mit dem Kreis mal sprechen, ob die Ihnen was ausstellen, aber nicht bei uns hier, nein. Nein, dass ich mich bei Ihnen quasi einmal anmelde, dass wir das Prozedere, ich dachte, Sie müssen mal hier vorbeikommen und dann gucken wir mal, was Sie überhaupt genau wollen, aber so kann ich am Telefon nichts machen. Ich habe hier Kundschaft stehen, das tut mir leid. Okay, ja so alles klar. So ein Rauhaardackel wollte ich ja kaufen. Hallo? Oh, was kann ich für Sie tun? Ja, guten Abend, Schulinder. Ich habe eine Frage. Und zwar mit dem Problem, dass meine Sohn der immer zu Sie kommen und immer den Geld wegspielen. Und da wollte ich fragen, können Sie den Hausverbot geben, weil wir haben Probleme wegen dem Sohn. Bitte was? Und ja, mein Sohn, der kommt zu Sie zu Spielautomaten, aber der hat ein Problem mit Spielsucht. Ich wollte fragen, ob Sie den Hausverbot geben können, damit er klarkommt bei seinem Leben. Das müssen Sie mit dem Chef selber klären. Das darf ich nicht einfach so machen. Und das muss der Sohn dann auch von sich aus selbst machen. Ja, aber das schafft er ja nicht alleine. Darum wollte ich Sie um Hilfe bitten, weil das kann man ja sowas nicht machen. Kann ich Sie einen Foto schicken von meinem Sohn und die dann sagen, Rakesh, du darfst hier nicht reinkommen? Das kann ich einfach so nicht machen. Das muss Ihr Sohn muss selbst von sich aus sagen, er möchte Hausverbot haben. Ja, aber ich bin ja der Papa. Wie alt ist Ihr Sohn denn? Der 23. Ja, sehen Sie, und der ist über 18. Der ist für sich selber verantwortlich und muss für sich selber Entscheidungen treffen. Das ist das Problem. Ja, aber der sich ja benehmen wie ein Babyziege. Da brauchen wir Hilfe. Ja, mag ja alles möglich sein, aber dann müssen Sie es trotzdem auch mit dem Chef klären. Ja. Und das muss ja alles besprochen werden dann, ob man sich da sicher ist und so weiter und so fort. Und das muss Ihr Sohn ja selber von sich aus auch sagen, da kann jetzt nicht irgendeine einer von der Verwandtschaft kommen oder die Eltern oder wie auch immer, weil der Sohn ist 23 Jahre alt. Er ist für sich selbst verantwortlich und entscheidet für sich selber. Ja, aber der wohnt bei uns bei den Ziegenfarmen und dann der immer Schulden machen. Weil ich bin ja der bei mir wohnen, dann in den meinen Verantwortung. Ja, nee, die Verantwortung nicht bei Ihrem Sohn selber, nicht bei Ihnen. Ja, aber Sie wissen doch, sucht ihr doch eine Krankheit, dann können die doch gar nicht mehr klar denken. Das ist wie mit dem Alkohol und mit den Ziegenporno, die haben nicht mehr klar denken. Genau, das ist ja das Ding. So, und wenn ich jetzt alkoholkrank bin, dann muss ich dafür selber entscheiden, ob ich in eine Klinik möchte oder nicht und ob man mir helfen möchte oder nicht. Das muss ich ja für mich entscheiden. Solange für mich keiner
Na, die Bestimmung über mich hat. Ja, aber ich habe doch bei uns in Indien, das so, weil der hat, den Vater hat die Sagen. Und wenn die Sohn den nicht machen will, dann muss ich sagen nein und dann muss ich darauf hören. Aber der ist ja so krank. Aber wenn ich jetzt raushöre, Sie kommen aus Indien, ja, kann ich eigentlich sagen, so eine Art Beschreibung eines indischen jungen Mannes ist hier noch nicht aufgefallen. Ja, der ist ja nicht auffallen, negativ auffallen, der ja immer Geld bringen. Nein, es ist kein indischer junger Mann hier, der spielt. Ja, meine Frau, die aber von Deutschland, das sieht nicht aus wie eine Inder. Das ist nicht Stereotypen. Das ist junger Mann. Wie gesagt, wenn, dann müssten Sie es dann auch mit dem Chef klären. Ja. Ich selber kann da jetzt gar nichts machen. Ich kann den jungen Mann nicht einfach Hausverbot erteilen. Das geht nicht, wegen einer Spielsucht oder so. Und ich bin nicht dazu, ich darf nicht dazu berechtigt sein, ihm zu untersagen, er darf hier nicht reinkommen, weil er spielsüchtig ist. Das darf ich nicht machen. Okay, können wir so machen, wenn der bei Sie kommt, dass die bei mir anrufen, dann kann ich kommen und die wegnehmen. Das steht leider auch, da sind mir auch die Hände leider gebunden, weil jeder, der hierher kommt zum Spielen, egal wer das ist, darf ich nicht die Informationen an andere weitergeben. Das ist eine interne Geschichte hier in der Spielhalle. Okay. Und wenn wir so Codewort abmachen, dass Sie bei mir anrufen, sagen, ja, den Pizza ist fertig, dann weiß ich, dass meine Sohn bei die Spielladen und dann kann ich die holen kommen? Nein, das kann ich leider nicht machen, weil ich darf keine Information auch unter Codewort oder wie auch immer darf ich nicht machen, weil dadurch würde ich meinen Beruf verlieren. Weil ich interne Informationen weitergebe. Es ist ja so, dass ja die Spieler hierher kommen und auch für sich hier sein wollen. Deswegen, wenn jemand anruft und fragt, ist der und der da? Nein, der ist nicht da, auch wenn er da ist. Er ist dann aber nicht da, solange der Gast das selber nicht möchte. Okay. Ja, können Sie mir Telefonnummer von Chef geben? Das ist die 9800041. 980? Ja. Dann kann ich da jetzt anrufen? Nein, der ist jetzt nicht da. Das müssten Sie da morgen früh anrufen. Ja, wann kann ich den Chef anrufen? Im Laufe des Tages müssen Sie es versuchen immer wieder, weil der Chef ist ja nicht immer im Büro. Ja. Der muss ja auch mal nach außen, also der muss ja mal raus. Ja, und was ist, wenn wir bei Polizei anrufen, die Hausverbot geben, weil der ja mit Geldwäsche machen? Die Polizei kann er nichts machen, weil er ist ja dann auch ein ruhiger Gast. Das heißt, er würde ja hier keinen Ärger und keinen Stress machen. Ja, aber der Geldwäsche machen. Wenn Sie der Meinung sind, der junge Mann macht Geldwäsche, Ihr eigener Sohn, und Sie wollen ihn anzeigen wegen Geldwäsche, dann haben wir ja damit nichts zu tun. Ja, aber das wird ja bei Ihnen Stattfindung machen und das ist ja Unterstützung von Straftatung. Das wird dann auch nicht stattfinden, weil wenn wir die Gelder überprüfen, die Scheine, dann sagt unser Gerät, das ist eine Fälschung. Nee, das ist ja nicht gefälscht. Darum, die hat ja Geldwäsche machen und dann den Geld bei Sie bringen. Weil das kann ich Ihnen leider nicht weiter. Ich möchte ja keine Probleme haben. Ich will nicht, dass ihr meinen Namen bei die Dreck ziehen wegen die Sohn von die Ziegen mit der Spielsucht bei sie kommt, bei die Betrieben und dann alles kaputt machen. Ja, Sie können da nichts machen. Wie gesagt, dann müssen Sie sich mit dem Chef in Verbindung setzen und dann müssen Sie sich selbst mit der Polizei in Verbindung setzen. Nur die Polizei kann Ihnen, Ihrem Sohn, hier kein Hausverbot erteilen, solange es A von seiner Seite aus nicht kommt, ja, oder er Remi-Demi macht und wir Ihnen Hausverbot dadurch erteilen müssten. Ja, aber das ist ja indische Mafia und das ist ja nicht gut für ihre Betriebe. Ja, es tut mir leid, aber wir sind ja auch hier in Deutschland und da sind ganz andere Gesetze und da sind auch ganz andere Vorschriften vorgegeben als jetzt zum Beispiel in Indien. Und das heißt, Sie kann man ja nicht miteinander von den Ländern her vergleichen. Ja, das heißt, Sie machen Kooperation mit indischer Mafia? Nein. Ja, aber dann können Sie meine Sohn nicht haben bei Laden, weil das ist indische Mafia. Das müssen Sie das der Polizei bekannt geben und da muss sich die Polizei um Ihren Sohn kümmern. Damit habe ich nichts zu tun. Ja, aber die dann meinen Kopf abschlagen. Hallo? Reden Sie mit dem Chef und mit der Polizei. Ich wünsche Ihnen guten Abend. Tschüss. Ja, Mother Jacke. Ja, hallo, Schlinder. Ich habe eine Frage. Und zwar möchte ich gerne wissen, wo kann ich den Wildschweinbezahlung machen? Hallo? Wo sind Sie denn? Ich bin bei den Walden, bin ich. Bitte? Bei den Bäumen, bei den Wald, bei den Wildschweinen. Ich möchte 3 Stück nehmen. Hallo? Ja. Ja, wo kann ich den Bezahlung machen? Ja, was heißt, sie möchte 3 Stück nehmen? Ja, von was denn? Ja, von den Wildschweinen.
Ja, da verkaufe ich es in der Geroldsauer Mühle. Na so, weil meine Bruder, der bei Ihnen kommen, der 7 Kilo mitnehmen und das war sehr lecker. Und jetzt sage der, die sind bei den Wald, bei den Zaunen, da kannst du hinfahren. Jetzt wir fahren mit dem Bruder und mit dem Schwager und wir 3 Wildschweine nehmen. Aber hier niemand, wo kann ich bezahlen machen? Ja, Sie dürfen keine Wildschweine schießen. Nee, wir haben nicht geschießen, wir haben geschlagen. Das dürfen Sie nicht. Ja, ich will den ja bezahlen, aber da ist keine Kassenbüro, wo kann ich Bezahlung machen? Kommen Sie hier runter ans Forstamt. Ja, soll ich den Wildschweinen mitbringen? Ja, oder die soll, müssen mitbringen. Oder sollen wir den liegen lassen? Weil den eine, der lebt noch. Ja, das dürfen Sie nicht. Ja, aber das steht bei dem Internet, und man kann Wildschwein kaufen und dann bin ich da hinfahren und den Wildschwein nehmen. Ja, das aber sind, das dürfen Sie trotzdem nicht. Ja, das sind sehr kleine. Nicht schlimm. Das sind kleine Wildschweine. Wir brauchen für die Hochzeit von dem Bruder brauchen wir 3 Wildschweine. Sie dürfen die Wildschweine aber nicht schlagen. Aber warum nicht? Wir haben den mitnehmen bei Anhänger. Können wir den Bezahlung machen? Ich gebe 500 Euro und dann können wir neue bringen. Sie müssen hier runter ins Forstamt kommen. Ja, und was können wir dann machen? Dann sagen wir es dem Metzger und dann können Sie es bezahlen. Ja, und da kann der Zerlegung machen, weil wir wollten den so mitnehmen. Wir wollten bei Stange legen und Grillung machen. Ist das machbar? Nee, eigentlich nicht. Das dürfen Sie nicht. Ja, und wenn wir 10 Stück nehmen, Wholesale Deal, große Bestellung. Nein, das geht nicht. Sie müssen die schießen und nicht schlagen. Ja, wir haben Kettensäge. Das dürfen Sie auch nicht. Ja, aber warum nicht? Sie geht schneller als bei Schießen. Sie sind keine Jäger bei uns. Ja, wir haben Jagdschein von Indien. Da haben wir immer Ziegen jagen und dann wir nehmen den Wildschwein. Weil die Ziegen in Indien, die sind viel mehr gefährlich als den Wildschwein. Und wir werden das schaffen. Darum geht's nicht. Sie dürfen das nicht bei uns im Wald. Wo sind Sie denn? In welchem Wald? Ja, hier, weiß nicht, wie heißt der Wald. Hier sind viele Bäume und hier sind den Wildschweinen bei den Zaunen. Wo ist der Zaun? Ja, der Zaun ist bei den Boden und da ist ein Hütten für den Wildschwein und dann haben wir genommen. Im Wildgehege? Ja, ich glaube, so heißt der. Und da haben wir mit Pickup-Truck hinfahren und dann wir nehmen. Das dürfen Sie nicht. Ja, aber warum nicht? Das steht doch, man kann da kaufen. Ach, aber Sie dürfen nur unser Fleisch kaufen. Ja, das ist doch auch Ihren Fleisch bei... Nein, das dürfen Sie nicht. Das dürfen nur unsere Jäger. Oh, Mutter Jäger. Und was können wir jetzt machen? Kann ich noch 7 Stück nehmen? Nein. Aber warum nicht? Wir brauchen für den Hochzeiten von dem Bruder. Nein, das dürfen Sie nicht. Da müssen Sie hierher kommen und fragen. Ja, aber nicht Polizei anrufen. Ja, warum nicht? Ja, weil ich habe nicht wissen. Ja, da müsste vorher fragen. Sie können doch nicht einfach Wildschwein erschlagen. Ja, wissen Sie, bei uns in Indien, da ist das so. Da könnt ihr gern bei den Aber Wald hier bei uns ist das nicht so. Und wir sind in Deutschland. Ja, aber bei uns in Indien, da können wir auch ein Ziege nehmen. Wenn wir ein Ziege brauchen, da können wir den bringen. Das bei geht den aber hier nicht. Ja, das kann ich ja nicht wissen. Ich werde den Wildschwein mit Ihnen teilen. Dann können wir machen halben-halben und dann sind wir Nein, alle glücklich. Nein, das möchte ich nicht. Möchten Sie keine ich brauche kein Wildschwein. Ja, Sie haben ja wahrscheinlich selber. Aber ich möchte gerne den bezahlen. 500 Euro für 3 Schweine? Nee, das geht nicht. Ich werde bei Briefkasten legen. Und dann können wir Deal machen. Nein. Aber warum nicht? Ich werde bei Bleiben Sie mal dran. Waffenschmiedeaufsichtsrat? Ja, guten Morgen. Schukow, ich habe bei Internet gelesen, dass Sie Waffen ankaufen machen. Ja, was haben Sie denn? Ja, kann man da einfach bei Ihnen vorbeikommen? Ja, was haben Sie denn für Waffen? Ja, das weiß ich nicht. Wir haben ein Abbruchunternehmen, wir haben hier einen Haus leer machen von einem alten Mann, der ist verstorben. Gott habe ihn selig. Und wir haben ihn bei den Keller haben wir ausgeräumt und da haben wir 3 Kisten gefunden, so mit dem Vogel von Hitler und da sind Gewehre drin. Oh, dass, hey. Dass wir die wegbringen. Mit dem Vogel von Hitler, geil. Ja, das muss man ja so sagen, das ist einfach so. Und das sind 3 Kisten und dass wir den wegbringen. Ja. Ja, kommen Sie mal vorbei, das sieht man hier mal. Ja, weil wir sind ein bisschen weiter weg. Was kann man denn sagen? Was ist sowas wert?
Das weiß ich nicht. Eine Kiste ist nichts wert. Aber ich, was ist denn da drin? Da sind, wir haben zwei Kisten mit langen braunen Gewehren und eine mit kurzen schwarzen Gewehren. Gewehre oder Pistole? Ein Gewehren, den langen. Das sind Karabiner, wahrscheinlich 98er. Da, ja, ich weiß nicht. Das ist, da sind auch den Papieren. Soll ich mal meine Azubi geben, weil kann ich nicht so gut Deutsch lesen. Ja, ja. Einen Moment. Rakesh, komm mal her. Lies das mal vor. Zucker. Ja, hallo? Ja, ja, Rakesh, hallo. Ja, wir haben hier diese Kisten gefunden unter einen eine Dokumenten, eine Anleitung. Und da steht in Bedienungshandhabung für den Wehrmacht-Karabiner K98. Da haben wir zwei Kisten. Ja. Mit den, zehn Gewehren bei jeder Kiste. Wie viel? 10 Stück. 10 Gewehre? Ja, bei jeder Kiste, den Adler drauf, bei den Kiste. Das ist nicht schlecht. Ja, was haben Sie, wo sitzen Sie denn? Ja, wir sind bei Hamburg und wir bei Google gucken, wo kann man Waffen verkaufen, weil da können wir Urlaub machen. Und ja, weil der Chef sagt, kann die Polizei anrufen und sagt, bitte bescheuert, die werden uns wegnehmen, da können wir irgendwo wegbringen, da können wir Geld bekommen. Das ist richtig. Man muss sich auch vor Augen führen, dass die Waffen ja wahrscheinlich nicht eingetragen sind. Das heißt, die sind im Moment auch noch illegal. Die müsste man in irgendeiner Form legalisieren. Also, das kann man machen, indem man dann angibt, Dachbodenfund, wie auch immer. Ja. Dem sehen wir uns auch gewachsen. Man müsste nur jetzt mal explizit wissen, was das im Einzelnen ist, um Ihnen sagen zu können, welchen Marktwert das hat. Und ja, wie gesagt, das sind zweimal den Kisten mit den Karabiner und dann ja, den anderen, und da steht den Gebrauchsanweisung für den Wehrmacht Maschinenpistolen 40. MP40. Eine Maschinenpistole 40, das sind, warte mal, das sind 7 Stück. MP40. Ja. Oder, das Fachsprachen, da steht Maschinenpistolen 40. Ja. Und mit den, mit den langen Magazin. Ja. Ja. Und dann, Sie machen jetzt aber keine Scherze. Wie bitte? Sie machen jetzt keine Scherze. Warum denn? Die MP40 ist eine Schnellfeuerwaffe. Die Schnellfeuerwaffen sind in Deutschland verboten. Das heißt, da würden sie tatsächlich besser die Polizei anrufen. Okay, ja, weil wir haben den Chef, den hat, wenn wir den Haus leer machen von einem von den Erben, und dann die einen Vertrag unterschreiben, dass alles, was noch ist bei den Wohnungen, wenn wir den ausräumen, das gehört dann die Chef und wir dann bei den Secondhand-Laden haben wir, da bringen und verkaufen. Also ist das jetzt den Eigentum von die Chef und dann kann man da die eigentlich verkaufen. Ja, nur wie gesagt, solche Waffen sind nicht zu verkaufen. Okay. Und kann man da nicht umbauen? Oder irgendwas machen, weil wir wollen jetzt nicht weggeben oder wegschmeißen, das ist ja wertvolle Sacken. Scheiße. Ja. Und da ist nur so ein Kisten mit so Holzstielen, vielleicht ist das Stiel für Spatten oder sowas, ich weiß nicht. Das sind wahrscheinlich Granatstiele. Hängen da noch Granaten dran? Metallbecher? Ja, da oben so einen Spargeldosen. Oben drauf und unten ist da auch ein bisschen Metall. Ja, das sind Granaten. Ja, können wir den auch bei Ihnen bringen? Nee. Okay. Das ist, machen Sie sich selbst den Gefallen und rufen Sie die Polizei an und lassen das entsorgen. Und ja, warte, da unten, da kann man das drehen, warte mal. Mal angucken, das ist 40 cm. Richtig. Da kann man unten eine Drehung, warte, ich mache mal kurz, angucken. Ja, machen Sie mal keine Drehungen da dran. Weil die können ja mitunter noch scharf sein, oder? Ja, also da ist eine Schnur drinnen. Was ist denn den Marktwert? Wir haben keine 20 Stück vielleicht. Sie haben, dann fahren Sie mal in die Ukraine und ja, dann. Ja, und dann kriegen Sie da viel Geld dafür. Ich habe keine Ahnung, aber lassen Sie besser die Finger davon. Ja, okay, werde ich wieder weglegen. Sollen wir dann bei Ukraine bringen? Nein. Nee, aber weil den Chef ist ja ein Russe, der wir besser nicht bei Ukraine bringen, weil die haben da Probleme. Ja. Ja, das ist vielleicht nicht so gut. Können wir den Gewehren dann bei Sie bringen?
Nee, das ist alles illegal. Und ihr habt die normale Gewehre? Die normale Gewehre auch nicht. Gucken Sie mal bei und im Internet unter Stielhandgranate 24. Ja, warte mal, muss man kurz iPad nehmen. Warte mal. Wo kann man das gucken? Warte mal. Geben Sie mal Stielhandgranate 24 ein. Ja, aber wo denn? Bei Ihrer Seite? Nein, im Internet, bei Google. Wie wir halt den Handgranaten? 24? Stiel, Handgranate, 24. 24, okay. Warte mal. Ah, ich hab ein Foto von meiner Granate, okay. Ja, das ist eine. Ja, das sind Stielhandgranaten und die werden noch scharf sein. Und wenn Sie da noch groß am Griffstück rumdrehen, dann geht in der Dingen los und dann machen Sie nie mehr Urlaub. Nein, das ist ja nicht gut. Das ist nicht gut. Da sind wir die besser liegen. Und können wir den Panzerfaust bei Sie bringen? Panzerfäuste und MP40, das sind alles verbotene Gegenstände. Ja, möchten Sie den kaufen? Nee, möchte ich nicht kaufen. Sie können jetzt die Kripo anrufen, dass Sie das entsorgen. Sonst machen Sie auch Sie sich strafbar. Ja, aber die können hier arbeiten, Ausbildung machen. Ja, das macht ja nichts. Das muss Ihr Chef auch entscheiden. Aber das ist hochbrisant, was Sie da haben. Ja, und was sollen wir mit dem U-Boot machen? Können wir den bei Sie bringen? U-Boote nehmen wir gerne an, ja. Ja, das ist sehr gut. Sie können den Rhein runterfahren mit dem U-Boot, Rees, machen wir einen Termin und dann landen wir das an. Ja, können Sie den Fahrtkosten bezahlen? Wir bezahlen alles. Ja, das ist sehr gut. Und sollen wir die Tiger Panzer bei die U-Boot reinnehmen? Die Panzer, wenn sie es reinkriegen, machen sie Panzer rein. Ja, wir müssen Zerlegung machen, aber das ist kein Problem, weil der Ahmed, der ist der Mechaniker. Eine Zerlegung. Ja, eine Zerlegung und dann, wenn wir da sind, dann können wir die wieder zusammenbauen. Das können wir gerne machen. Sollen wir die Kiste von Hitler auch mitbringen? Die Kiste von Hitler, die schauen wir uns dann auch an. Ja, das ist sehr gut. Sollen wir dann vorbeikommen? Kommen Sie vorbei. Und ja, haben Sie ein Schiff an der Stelle, wo kann man mit dem U-Boot auftauchen? Man könnte, ich weiß nicht, wie tief der Rhein im Moment ist, wir haben ja Hochwasser, müsste eigentlich funktionieren. Und jetzt, wir können ja probieren. Wie ist das im Moment mit alliierten U-Booten? Können wir da durchkommen? Wahrscheinlich schon, ja. Wir haben im Moment ja keine Kriegsviren, alles ist ruhig, sollte nichts passieren. Ja, aber man weiß ja nicht, ob die dann noch irgendwelche Kapazitäten haben wegen der Russen und dann kommt der alte Wehrmacht-U-Boot und dann sagen die, oh, nicht die schon wieder und die dann uns angreifen. Ja. Aber das kann natürlich passieren, aber dafür übernehmen wir keine Gewährleistung. Ja, wenn wir ein alliiertes U-Boot übernehmen, können wir den auch mitbringen oder kaufen Sie nur Sachen von Wehrmacht? Anschauen tun wir uns mal primär alles. Und ja, wir müssen halt gucken, dass wir den übernehmen, ohne Versenkung zu machen. Ja, das wäre der Idealzustand. Ja, das ist gut, weil und für den Fall, dass wir unterwegs kämpfen müssen, haben Sie ein paar Torpedo, dass wir nachkaufen können? Torpedos im Moment nicht am Lager, müsste ich mich umhören. Ja, können Sie dann vielleicht eine Bestellung machen? Dann können wir die Bestellung machen, dann melden Sie sich wieder. Ja? Dann können wir den Panzerfaust gegen den Torpedo tauschen. Ja, fantastisch. Ja, okay, dann werden wir jetzt gleich klar schief machen und dann werden wir zu Sie fahren. Prima. Ja, vielen lieben Dank, meine Freund. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.